Schätzungsweise fast 20.000 Maschinen sind zu Spitzenzeiten gleichzeitig im Himmel unterwegs. Das kann ja gar nicht immer alles glatt laufen. Wir klären heute, was genau passiert, wenn mitten im Flug ein Triebwerk ausfällt, was die Cockpitbesatzung dann alles im Detail zu tun hat und warum das alles ein hervorragendes Beispiel dafür ist, um zu verstehen, dass Flugzeuge das sicherste Verkehrsmittel überhaupt sind. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Moderne Triebwerke sind so zuverlässig, dass es mittlerweile absoluter Standard ist, dass ein Pilot oder eine Pilotin eine komplette Karriere durchlebt, ohne auch nur ein einziges Mal ein so ernsthaftes Problem mit einem Triebwerk zu haben, dass dieses abgestellt werden muss oder im Flug plötzlich ausfällt. In Zahlen bedeutet das für eines der wahrscheinlich bekanntesten Triebwerke überhaupt, unter euch sicherlich das bekannteste Triebwerk überhaupt, das General Electric GE90 Triebwerk, aktuell immer noch das größte und stärkste zivile Flugzeugtriebwerk, welches tagtäglich rund um die Welt im Einsatz ist, eine, so heißt das, In-Flight-Shutdown-Rate von 0,001. Das bedeutet, dieses Triebwerk fällt im Schnitt einmal alle 1 Million Flugstunden aus oder muss abgestellt werden. Für noch mehr Zahlen, das CFM56-Triebwerk, das meistgenutzte Turbofan-Triebwerk der ganzen Welt, welches seit 1974 mehrfach modernisiert und in verschiedenen Versionen die Boeing 737, den Airbus A320 und zum Beispiel auch den A340-300 bewegt und was in dieser Zeit über 33.000 Mal gebaut wurde und über 1,13 Milliarden Flugstunden sammeln konnte. Das Ding hat eine In-Flight-Shutdown-Rate, laut Daten von 2019, ebenfalls von 0,001 für die Versionen 5B und 7B, also die modernen Varianten unter A320 und 737, bis zu 0,005, also ein Event alle 200.000 Flugstunden beim alten 5A-Triebwerk für den A320, beziehungsweise 0,004, heißt ein Event alle 250.000 Flugstunden beim A340-300. Lufthansa hat im Jahr 2016 einen Meilenstein mit einem solchen CFM56-Triebwerk der Version 5C gefeiert. Dieser Motor wurde 1993 unter einem A340-300 ausgeliefert und erreichte mehr als 20 Jahre später die 100.000 Flugstunden bei Lufthansa ohne einen einzigen Zwischenfall. Das alles nur mit 4 standardmäßigen Überholungen. Und trotzdem, ein Restrisiko bleibt natürlich und deswegen fällt auch immer mal wieder irgendwo auf der Welt irgendwann ein Triebwerk aus. Und das durchaus auch mal im Reiseflug. Reiseflug ist der Zustand, in welchem ein Flugzeug eigentlich die meiste Zeit verbringt. Deswegen sind moderne Verkehrsflugzeuge natürlich auch auf genau diesen Zustand optimiert. Den Reiseflug kann man somit als im Idealfall perfektes Verhältnis zwischen flugzeitabhängigen Kosten und Treibstoffverbrauch verstehen. Flugzeuge fliegen also möglichst schnell bei einem möglichst geringen Treibstoffverbrauch. Und das geht nur in großen Höhen. Dabei laufen die Triebwerke im Reiseflug möglichst effizient, relativ nah an ihrem oberen Limit. Schon noch einige Prozent darunter, allein schon um die Regularien zu erfüllen, dass ein Flugzeug von der sogenannten Dienstgipfelhöhe auch noch weiter steigen können muss. Aber sie produzieren im ganz normalen Reiseflug so um die 80% des Maximalschubs in dieser Höhe. Fällt jetzt bei diesem Zustand, bei einem zweistrahligen Flugzeug, eines der beiden Triebwerke aus, dann kann das so also nicht weitergehen. Das Flugzeug verfügt zu diesem Zeitpunkt über eine ganze Menge kinetische Energie in Form von Fluggeschwindigkeit und über eine ganze Menge potenzielle Energie aufgrund der Flughöhe. Verliert jetzt aber die Option, ausreichend viel chemische Energie aus dem Treibstoff umzuwandeln, um dann eben auf der Reiseflughöhe mit eben dieser Geschwindigkeit bleiben zu können. Die Folge ist jetzt also, soll das Flugzeug die Flughöhe halten, dann wird es unweigerlich langsamer. Soll das Flugzeug die Fluggeschwindigkeit halten, dann muss es definitiv die Flughöhe aufgeben. Beides zusammen funktioniert nicht mehr. Das heißt, das Cockpitpersonal ist jetzt also dazu angehalten, recht zügig richtig zu reagieren und die natürlich noch vorhandene Energie vernünftig so zu nutzen, wie man sie am besten gebrauchen kann. Und dafür liefert uns Airbus direkt mal 3 unterschiedliche Strategien. Eine Standardstrategie, eine Obstacle-Strategie und eine Fixed-Speed-Strategie. Vorher darf ich euch aber auch diesen Monat, so wie jeden Monat, ein Buch empfehlen, was ich auf Blinkist gefunden habe. Ihr wisst mittlerweile Bescheid, Blinkist liefert euch die Kernaussagen von über 5000 Sachbüchern aus 27 unterschiedlichen Kategorien, zusammengefasst in jeweils um die 15 Minuten zum Anhören oder zum Lesen. Mittlerweile gibt es in der App auch zusammengefasste Podcasts und es gibt Blinks auf Deutsch und auf Englisch. Und falls euch ein Buch da mal so richtig abholt, findet ihr viele davon mittlerweile auch als komplettes Hörbuch direkt in der App. Ich nutze Blinkist immer ganz gerne, morgens, wenn ich mit dem Hund draußen bin oder sowas, mach mir gerne was an, was mir die App vorschlägt.
bin gerne ein bisschen in der Kategorie Psychologie unterwegs. Dort findet man eine ganze Menge sehr interessante Bücher, die auch immer mal wieder einen gewissen Bezug zum Fliegen haben, die immer mal wieder darauf eingehen, was so im Kopf passiert, wenn wir ganz schnell die richtige Entscheidung treffen müssen, wenn es um spontane Reaktionen geht. Blinkist ist dann ideal dafür, um einfach schnell ein paar wichtige Gedanken aus einem solchen Buch mitzunehmen. Und wenn mich ein Buch dann mal wirklich sehr überzeugt hat, wenn mich die Blinks dazu sehr überzeugt haben, dann stelle ich mir das ganz gerne auch nochmal physisch wirklich ins Bücherregal. Also ich nutze Blinkist auch ganz gerne dafür, um neue Bücher zu finden, um sie mir dann wirklich zu kaufen. Also Blinkist immer noch eine wirklich dicke Empfehlung von mir, haben viele von euch mittlerweile schon genutzt. Deswegen immer noch der Link in der Beschreibung, blinkist.de/aeronews. Dort bekommt ihr 25% Rabatt auf euer Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt die App dann als Vollversion erst einmal 7 Tage völlig kostenlos nutzen und so dann auch genau herausfinden, ob das wirklich was für euch ist. Ganz viel Spaß damit. Für die Standardstrategie fliegt man den dann jetzt nötigen Sinkflug mit einer Geschwindigkeit von Mach 0,78, also mit der Geschwindigkeit, die wir eigentlich auch ganz normal so im Reiseflug haben, beziehungsweise 300 Knoten Indicated Airspeed, wenn man dann etwas tiefer ist. Das ist ziemlich schnell, garantiert damit aber auch einen ganz wichtigen Punkt. Denn das Flugzeug befindet sich dann im sogenannten Stabilized Windmill Engine Relight In-Flight Envelope. Das klingt wahnsinnig kompliziert, bedeutet aber eigentlich nur, dass wenn wir da vorne im Cockpit nach einer Analyse des Fehlers zu dem Schluss kommen, dass das eigentlich immer noch völlig intakte Triebwerk definitiv so schnell wie möglich neu gestartet werden sollte, zum Beispiel nach einem klar erkennbaren und dann umgehbaren Fehler im Fuelsystem oder nach dem Durchfliegen einer Vulkanaschewolke oder was auch immer, dann garantiert diese hohe Geschwindigkeit im Sinkflug ab Flugfläche 275, also ab 27.500 Fuß abwärts, das stabile Mitdrehen des Triebwerkes im Fahrtwind bzw. im Flugwind, was wiederum die Chance des erfolgreichen Wiederanlassens des Triebwerkes stark erhöht. Und das klingt ja schon mal ziemlich gut. Nachteil ist aber dabei, aufgrund der hohen Fluggeschwindigkeit und dem damit zustande kommenden hohen Widerstand bauen wir doch relativ zügig Höhe ab. Um allerdings eine möglichst geringe Sinkrate zu erhalten, wählt man die Obstacle-Strategie. Dabei reduziert man die Geschwindigkeit des Flugzeuges auf die Green Dot Speed, also die Geschwindigkeit mit dem besten Auftrieb-zu-Widerstand-Verhältnis, beziehungsweise dann in diesem Fall die Engine Out Operating Speed, die uns eine möglichst geringe Sinkgeschwindigkeit ermöglicht. Ganz klarer Vorteil, wie es der Name Obstacle-Strategie vermuten lässt, damit kommt man eventuell doch noch über den Berg, über den man mit einer der anderen Strategien nicht mehr gekommen wäre. Und die dritte Strategie, die Fixed Speed Strategie, die kann im Detail etwas speziell werden und ist eher für Langstrecken bzw. für ETOPS Flugrouten interessant, zum Beispiel wenn man mit so einem Flugzeug mitten über dem Atlantik unterwegs ist. Denn ETOPS Regularien geben ja vor, in welcher bestimmten Zeit man einen Ausweichflughafen nach einem Triebwerksausfall erreichen muss. Und wenn dann jetzt Zeit auf einmal eine wichtige Rolle spielt, dann entscheidet in erster Linie neben Windverhältnissen, Gewicht und der Temperatur die Fluggeschwindigkeit darüber, wie groß die maximal mögliche Distanz zu einem Ausweichflughafen in zum Beispiel 180 Minuten sein kann. Und im Fall der Fälle folgt man dann also einem vorgegebenen Speed Schedule, welcher eventuell vorgibt, mit maximal möglicher Geschwindigkeit zum Ausweichflughafen zu fliegen nach einem solchen Triebwerksausfall, um dann eben eine möglichst große Distanz abzudecken, daher Fixed Speed Strategie. Jo, damit haben wir schon mal eine ganze Menge wichtige Sachen geklärt. 2 ganz wichtige Punkte bzw. Fragen bleiben noch offen. Was machen wir mit dem noch intakten Triebwerk, also mit dem verbliebenen Motor? Auf dem setzen wir tatsächlich vollen Schub. Allerdings nicht den wirklichen Maximalschub, den das Triebwerk liefern könnte, sondern den maximalen Schub, den das Triebwerk dauerhaft liefern kann. Also den sogenannten Max Continuous Thrust. Alles andere könnte das Triebwerk nach einer gewissen Zeit beschädigen. Und das wäre wirklich schlecht. Und 2. wichtiger Punkt, wir haben verstanden, dass wir unsere ganz normale Reiseflughöhe mit einem ausgefallenen Triebwerk nicht mehr halten können. Aber auf welche Höhe sinkt man denn dann überhaupt? So wie es eine Dienstgipfelhöhe mit 2 funktionierenden Triebwerken gibt, gibt es diese natürlich auch für ein funktionierendes Triebwerk. Diese kann durch das Flugzeug selbstständig berechnet und angezeigt werden. Man kann die aber auch in so Performance-Charts herausfinden. Und wenn man diese maximal mögliche Höhe für den Flug zum Ausweichflughafen braucht, dann kann man dort auch erst einmal ganz sicher mit nur einem Triebwerk bleiben. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, hier mitten über Europa ist das mit so einem Triebwerksausfall eigentlich ein relativ entspanntes Thema. Denn es gibt hier keine Hindernisse, die höher sein sollten als unsere Drift-Down-Altitude beziehungsweise etwas weiter darunter die Long-Range-Cruise-Altitude mit nur einem Triebwerk. Und es gibt einen Haufen an Flughäfen. Also
Eigentlich findet man überall auch mit einem Dual-Engine-Failure bei einem zweistrahligen Flugzeug innerhalb kürzester Zeit einen passenden Flughafen, auf dem man das Flugzeug landen kann. Das ist auf der Langstrecke natürlich nochmal was ganz, ganz anderes. Denn da muss man teilweise mehrere Stunden nach einem Triebwerksausfall bis zu einem passenden Ausweichflughafen fliegen. Das ist natürlich schon von Anfang an eingeplant. Aber da spielt logischerweise sowas wie Fuel Management oder auf welcher Flughöhe kommen wir wirklich sicher da an, wo wir hinwollen und so weiter. Das spielt da alles nochmal eine ganz, ganz andere Rolle. Und aus unserer europäischen Perspektive auch Langstrecke, wenn man in Asien unterwegs ist. Dort sind die Gebirge bzw. die Berge etwas höher, als wir das hier zum Beispiel von den Alpen kennen. Da kann das durchaus mal der Fall sein, dass die Berge etwas höher sind als das, was die Flugzeuge mit nur einem Triebwerk maximal halten können. Und so gibt es dann für bestimmte Teile der Welt sogenannte Crossing Charts, die einem bestimmte Escape Routes für jeden Punkt auf der Flugroute vorgeben, sodass man dann nach einem Triebwerksausfall ganz genau weiß, wann man wie in welche Richtung drehen muss, damit man mit dem verbleibenden Triebwerk nicht irgendwo auf einen Berg zufliegt. Und ihr merkt schon, es kann ein ganz schön komplexes Thema werden. Was genau die Handgriffe sind, die man im Cockpit machen muss, zeige ich euch am besten deswegen direkt mal im Simulator. Damit herzlich willkommen im Simulator. Wir sitzen in einem A320neo, ganz normal, auf Reiseflughöhe, alles so wie es sein soll. Das heißt, der Autopilot fliegt das Flugzeug, Autothrust ist eingeschaltet und wir fliegen auf unserer Reiseflughöhe von jetzt erst einmal 33.000 Fuß mit unserer Reisefluggeschwindigkeit Mach 0.78. Das Flugzeug ist relativ schwer, wir sind ungefähr mit unserem maximalen Abfluggewicht gestartet, befinden uns jetzt gut 2,5 Tonnen darunter. Worauf wir nicht so wirklich achten sollten, ist dann hier diese ECAM-Geschichte. Dort würde dann natürlich etwas stehen. Da gibt es ein Verfahren, was man dann abarbeiten würde. Wir würden dann bei einem Triebwerksausfall Engine Number 1 oder Engine Number 2 Fail erwarten und irgendwelche Informationen darauf, was denn da falsch gelaufen sein könnte, um dann eben tiefer in die Analyse zu gehen und zu entscheiden, okay, könnte man das Triebwerk jetzt neu starten? Brauchen wir das überhaupt? Macht das überhaupt Sinn? Oder ist das Ding halt völlig kaputt? Deswegen, wir machen einfach mal ein Triebwerk aus. Ihr seht, Engine Number 2, die N1 spult zurück, die EGT sinkt ab, also die Exhaust Gas Temperature. Die N2, die zweite Welle, dreht sich auch immer langsamer und der Fuel Flow liegt bei 0. Und ihr seht, so wirklich viel passieren tut hier oben erst einmal nicht. Der Autopilot bleibt drin, Autothrust bleibt drin und hier oben im Flight Mode Enunciator blinkt zwar dieses Lever MCT, da können wir gleich drüber reden, aber da steht immer noch Mach Alt Cruise NAV. Das heißt, das Flugzeug hält jetzt weiter in die Reiseflughöhe und wir haben ja eben ausführlich darüber gesprochen, es funktioniert nicht beides zusammen. Wir halten die Reiseflughöhe, das heißt, das Flugzeug wird definitiv langsamer und wir bewegen uns relativ zügig auf die Green Dot Speed zu. Wenn wir darunter geraten, bewegen uns eigentlich in eine energetisch relativ ungünstige Situation, deswegen sollte man jetzt schnell handeln. Wir schieben die Thrust Lever auf Flex MCT, also in die nächsthöhere Raste, MCT, ist der Max Continuous Thrust, über den wir eben gesprochen haben. 89,5% in dem Fall, die liegen jetzt bei Engine Number 1 auch an. Dann nehmen wir den Autothrust raus, damit MCT auch wirklich gesetzt bleibt. Wir selektieren die Speed, das passt jetzt schon ganz gut hier mit Green Dot Speed. Für die Obstacle-Strategie wäre das jetzt die richtige Variante. Wir nehmen das Heading dazu. Hier im AVSM Airspace Reduced Vertical Separation Minima gehen wir Minimum 30 Grad, eher 45 Grad nach links oder rechts, wählen eine niedrigere Flughöhe an, ziehen hier einmal dran und damit sind die wichtigsten Dinge schon mal gemacht. Was hier jetzt stehen muss, in der ersten Spalte nichts, Autothrust haben wir nämlich rausgenommen. Wir wollen nicht mehr, dass das Flugzeug jetzt automatisch den Schub kontrolliert, sondern wir wollen vom Flugzeug auf dem noch laufenden Engine dauerhaft Max Continuous Thrust anliegen haben und den haben wir hier gesetzt. Trotzdem wollen wir den Mode Open Descent haben. Das heißt, das Flugzeug priorisiert die Geschwindigkeit. Wir sind ein bisschen sehr langsam geworden, deswegen geht er jetzt erstmal wieder auf die Green Dot Speed zurück und sinkt dann mit Max Continuous Thrust auf dem noch laufenden Triebwerk mit der Green Dot Speed für die Obstacle-Strategie so schnell, wie er es halt eben gerade muss, um die Geschwindigkeit noch zu halten. Und wir sind im Heading-Mode, um von der Luftstraße runterzukommen. Wir können jetzt hier natürlich noch im echten Flieger, beziehungsweise hier, wenn der andere Verkehr jetzt um uns herum wäre, könnten wir auch erkennen, wo über uns und unter uns fliegt denn jemand. Wir würden jetzt mal nachschauen, was kann denn unser Flugzeug mit nur einem Triebwerk fliegen, beziehungsweise was brauchen wir denn hier definitiv, um über alle Hindernisse wirklich rüberzukommen.
Wir befinden uns mitten über Europa. Hier könnten wir sogar auf 5000 Fuß runtersinken. Wir wählen mal 15.000 Fuß an und jetzt kann man hier schön erkennen, der Flieger hält die Geschwindigkeit, sinkt im Open Descent Mode. Flight Level Change wäre es bei der Boeing. Und ihr seht, das, was da rauskommt, ist eine vorhandene, aber relativ geringe Sinkgeschwindigkeit von aktuell 600 Fuß pro Minute. Was das Flugzeug jetzt macht, ist ganz einfach Pitch and Power fliegen. Open Descent könnte man sich denken, hä, das kann doch niemals der richtige Mode sein, den benutzen wir doch, wenn wir irgendwie im Anflug sind, das Ganze möglichst effizient gestalten wollen. Dadurch, dass wir den Autothrust hier rausgenommen haben und dort eben nicht wie sonst üblich in der Kombination mit Open Descent Thrust Idle steht, sondern wir die Power dem Flugzeug hervorgegeben haben, indem wir Max Continuous Thrust gesetzt haben, auf dem noch laufenden Triebwerk und den Autothrust rausgenommen haben. So kommt dann diese entspannte Sinkrate zustande und ihr seht, man hat doch eine ganze Menge Zeit. Vor allem mit der Obstacle-Strategie ist die Sinkgeschwindigkeit ziemlich gering. Wo wir uns befinden, das ist ganz klar Situational Awareness. Auch mit zwei laufenden Triebwerken sollte man immer wissen, wo man sich befindet. So kann man auf der Karte mal kurz gucken, was sich denn hier so für Flughäfen befinden. Ah, Nürnberg, da ist irgendwie Frankfurt. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Und ohne jetzt großartig überlegen zu müssen, ohne ein großes Vordeck zu machen, ohne wirklich eine Entscheidung zu treffen, könnte man schon mal sagen, okay, hier sind gute Flughäfen direkt in meiner Umgebung. Mit einem Triebwerk fliegen wir definitiv nicht nach, was habe ich da jetzt eingegeben, nach Toulouse oder sowas. Man könnte sich schon mal strategisch so positionieren, dass man sich in der Nähe von Frankfurt befindet. Und dann würde man eben in die Verfahren einsteigen, die Verfahren, die wir jetzt hier nicht sehen können. Man würde versuchen zu analysieren, wo kommt das Problem her? Ist das Triebwerk noch für uns in irgendeiner Form nutzbar? Selbst wenn es das nicht ist, haben wir immer noch ein voll funktionsfähiges Flugzeug mit noch einem laufenden Triebwerk. Das Flugzeug lässt sich ziemlich normal mit nur einem Triebwerk fliegen. Ihr seht es gerade, wir befinden uns immer noch im sogenannten Normal Law, das heißt im normalen Betriebsmodus der Flugsteuerung. Wir können immer noch den vollen Autopiloten nutzen und wir können das Flugzeug auch mehr oder weniger normal dann gleich zum Beispiel in Frankfurt landen. Was dann in unserer Situation auch noch interessant ist, ist, dass natürlich jetzt nur noch das linke Triebwerk Sprit verbraucht und das ganz schön ordentlich. Also der Treibstoffverbrauch ist natürlich deutlich höher, als wenn wir hier mit zwei Triebwerken unterwegs wären. Nicht nur, weil wir jetzt deutlich niedriger fliegen, sondern weil das nicht laufende Triebwerk keinen Schub mehr produziert, aber trotzdem für eine ganze Menge Widerstand sorgt. Das sorgt in etwa so für einen 30% höheren Treibstoffverbrauch im Vergleich zur selben Situation in derselben Höhe mit zwei laufenden Triebwerken. Das ist dann aber, wie gesagt, wirklich eher ein Thema für die Langstrecke. Wie bekommt man es hin, dass man wirklich Treibstoff möglichst balanced in den Tragflächen hat, dass man mit dem Treibstoff dort ankommt, wie es auch wirklich ausgerechnet wurde, wie man das geplant hat und so weiter. Hier in so einer Situation, wo es dann wirklich schnell gehen kann, ihr seht es hier schon, unsere Sinkrate mittlerweile 300 Fuß die Minute, kann man zügig wieder das Autoflight-System des Flugzeuges relativ normal aufbauen und den Flieger für eine Landung mit nur noch einem Triebwerk vorbereiten. Und ihr erinnert euch, gerade in Livestreams oder so haben wir immer mal wieder über so Canned Decisions gesprochen, also schon vorgepackte Entscheidungen in einem Regal quasi, auf das man relativ einfach zugreifen könnte, zum Beispiel, wenn ein Triebwerk ausfällt. So sorgt man einfach im Reiseflug dafür, dass man immer ein hohes Situationsbewusstsein hat, dass man immer genau weiß, wo befindet man sich, was für Flughäfen mit welchen Vor- und Nachteilen befinden sich um mich herum. Und so kann man dann zügig, gut vorbereitet in ein Vordeck starten, eine gute Entscheidung treffen und den Flieger dann auch sicher wieder am Boden abstellen. Jetzt habt ihr eine ganze Menge zu diesem Thema gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das soll es heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.